Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Risen 2. In der letzten Folge haben wir ja versucht, gegen Crow und seine Mannen zu kämpfen, beziehungsweise Crow war ja noch gar nicht dabei, das waren ja nur die paar Krieger vor dem Tempel. Da waren wir aber ja leider zu schwach und deswegen haben wir dann gegen Ende der letzten Folge nochmal ein bisschen was gelernt. Jetzt haben wir auch ziemlich wenig Gold noch übrig, nämlich genau 8 Goldstücke. Ja, die bringen jetzt nicht wirklich viel. Wir werden uns gleich wieder auf den Weg zum Tempel machen. Vorher möchte ich allerdings nochmal kurz nach Puerto Isabella, denn wir haben ja auch den Hawkins befreit vor nicht allzu langer Zeit. Und da ist mir doch die Idee gekommen, dass er sich vielleicht irgendwo beim Turm hier verstecken könnte, wo wir ihn auch befreit haben. Wenn ich jetzt wüsste, das müsste ja der Turm da oben sein. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier unten schon. Ist das da Hawkins? Ja, oder? Na, siehst du mal. Ja, und da suchen wir jetzt Ewigkeiten rum. Jetzt steht er einfach hier unten. Tja. Na, wie geht's? Bis jetzt tut sich nichts. Ich warte noch ab. Naja, worauf wartest du denn? Willst du einen Grog? Klar doch. Du bist in Ordnung. Warum können wir hier eigentlich jedem Grog geben, kriegen aber nichts dafür zurück? Ich meine. Ich schulde dir was. Ja, das sehe ich auch so. Einen Grog zum Beispiel. Du kannst mir meinen Grog jetzt wiedergeben. Ich schulde dir was. Na. Ich dachte, jetzt kriegen wir vielleicht noch eine tolle Nebenquest oder so dafür angeboten oder irgendwas, aber nö. Er wollte einfach nur unseren Grog haben. So ein Schmarotzer. So. Waren wir denn schon in dieser Höhle hier? Ich denke ja nicht so. Ach so, Chani folgt uns ja auch noch. Klar, wegen der Quest, wegen Crow eigentlich. Naja, sie kann uns eigentlich auch hier kämpfen helfen. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Ein Ghoul. Oha. Das ist jetzt nicht optimal. Ich hoffe, sie kämpft mit uns. Ja, tut sie. Komm, wenn wir jetzt einen Ghoul töten, dann fühle ich mich gleich viel besser. Treffe ich ihn? Aha, okay. So, jetzt haben wir unseren ersten Ghoul getötet. Schön. Der hat jetzt aber nichts gebracht, als wir gelootet haben, oder? Nö, offenbar nicht. Ja. Ach so, doch, das hat nur einfach 10 Sekunden gedauert. Okay. Na gut, Hauptsache, wir haben das schon mal geschafft. Tja, wir haben unseren ersten Ghoul erledigt. Jetzt müssen wir natürlich trotzdem vorsichtig sein. Denn wo einer ist, da sind gerne auch noch ein paar mehr. Aber mit Chanis Hilfe könnten wir das ja ganz gut schaffen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das ist ein Voodoo-Altar hier. Und eine alte Badewanne. Nee, ist das ein Kochtopf? Wahrscheinlich ist es eher ein Kochtopf. Oder ein Kessel. So, gibt's hier irgendwas, was ich looten kann? Da, die Lampe vielleicht? Nee, auch nicht. Aber zumindest die Ratte hier kann ich töten. Jawohl, wieder 20 Rum. Oder Ruhm. Ich kenne kein Rezept. Ja, Voodoo-Rezepte kennen wir leider immer noch nicht. Schade. Naja, vielleicht können wir ja später nochmal herkommen. Das habe ich zwar bestimmt wieder vergessen, dass hier irgendwas ist, aber macht ja nichts. Versprechen kann ich es ja trotzdem. Ich brauche eine Spitzhacke. Ja, Goldhacken können wir immer noch nicht. Was können wir überhaupt? So. Dann würde ich jetzt fast sagen, lohnt es sich von hier aus überhaupt zum Tempel zu gehen? Da lohnt sich ja fast schon eher die Schnellreise. Und dann versuchen wir jetzt nochmal unser Glück. Wir haben immerhin 13 Proviant, dreimal Grog und zweimal Rum, wenn ich das richtig sehe. Und wir müssen jetzt uns erstmal relativ rechts halten. Und danach wieder rechts halten. Sehe ich das richtig oder laufe ich jetzt falsch? Ja, ich denke, den Weg runter muss ich durchaus noch gehen. Meine Orientierungsfähigkeiten sind hier natürlich wieder bombastisch. Aber das ist man von mir ja nicht anders gewohnt. So. Ich hoffe, Chani kommt überhaupt mit. Mit ihren kleinen Beinen. Den feinen. So, und jetzt müssten wir schon wieder vollkommen falsch sein. Naja, nicht ganz. Wir können hier einfach geradeaus laufen und dann passt das trotzdem. Ja, spannende Laufzeiten hier. Wir sollten einfach Marathonläufer werden. Also so viel wie wir hier schon gelaufen sind, ich wette, da waren schon locker 42 Kilometer drin. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ja, ich weiß, tausendmal auf die Karte gucken. Aber hat sich auch gelohnt, sonst wäre ich hier bestimmt schon wieder falsch abgebogen.
So, jetzt müssen wir hier durch diesen kleinen seichten See. Ach, die Musik ist auch so schön. Eigentlich könnte ich die auch lauter machen. Aber dann könnt ihr mich ja nicht mehr hören. Das wäre ja schrecklich. Es geht doch hier nur um mich. Sonst würdet ihr das Let's Play doch nicht gucken. Ihr wollt nur meine Stimme hören. Meine unfassbar tolle Art zu moderieren. Sag mal, Chani, bist du noch da? Ich find's ja auch famos, wie er einfach mal einen Zentimeter hochhüpft. Ich bin ein Känguru. Hup. 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 Das kann er schon richtig gut. Das kann er schon wie ein Großer. Alter Chani, wo kommst du denn jetzt her? Und die kann ja auf einmal richtig schnell laufen. Die hat ja doch ganz schön viel Power. Wollt wohl nur nicht für uns angeben. So, wir werden jetzt nochmal speichern, bevor wir da runtergehen, logischerweise. Denn ich will nicht riskieren, dass die uns... Ich meine, wahrscheinlich werden sie uns sowieso nochmal töten können. Wenn sie einfach wieder direkt beide Speere auf uns werfen. So, Chani darf gerne wieder mitkämpfen. Boah, das ist richtig hart hier. Ja, der Sand hat nicht getroffen. Stattdessen hat uns sein Schwert getroffen. Oder sein Speer. Uncool. Nicht wirklich gut. Naja, ich denke, das wird jetzt noch einige Versuche dauern hier. Mit dem Kampf. Oh, der macht erstmal coole Angeber-Moves. So kennt man die ja. Die Einheimischen. Ah, der ist geblendet. Endlich habe ich mal einen mit Sand getroffen. Oh Gott, ich bin ja fast tot. Huch. Jetzt habe ich aus Versehen einen Rum und einen Grog getrunken, glaube ich. Das war auch nicht unbedingt schlau. Aber in der Panik drückt man einfach mal beide Tasten. Eieiei, jetzt aber mal schnell raus hier. Das wird mir schon wieder zu riskant. Und wir haben schon wieder nur noch einen Rum übrig. Und es sieht nicht wirklich gut aus hier mit den Kriegern. Das könnte durchaus besser aussehen. Wir tanzen hier einfach mal auf dem steilen Gebirgspass. Ja. Huch, das wollte ich gar nicht. Ja, Spielstand laden ist schon richtig. Tja, wie gesagt, das wird jetzt einige Zeit dauern. Ich bitte das zu verzeihen. Vielleicht hat die Folge deswegen ja ein bisschen Überlänge. Oder ich schneide das raus und ihr hört das hier alles gar nicht. Man weiß es nicht. Ma, jetzt hört doch mal auf mich zu... Es ist doch blöd jetzt hier. Alter, lasst mich zumindest mal rankommen. Finde ich echt nicht in Ordnung, was ihr hier macht. So, Kameraperspektive at its best. Toll, jetzt kommen die zwei von da hinten auch noch angerannt. Das macht die Sache nicht zwingend besser. Cool. Jetzt wollte ich gerade meine Pistole benutzen. Aber das hat auch nicht so gut geklappt. Wenn, dann sollte ich das wahrscheinlich vorher einstellen. Ja, ja, dann halt auf ein neues. So, mal ganz kurz. Zwei. So, dass wir uns die Pistole schon mal bereithalten. Habe ich getroffen? Es stand zumindest kein daneben da. Aber wenn ich so weitermache, bin ich ja quasi direkt tot. Das ist jetzt auch nicht zwingend Sinn der Sache. Und das mit dem Treten. Eigentlich sollten wir doch auch treten können jetzt. Oh, schon wieder? Wie schnell sind wir denn bitte tot? Eigentlich sollten wir doch jetzt auch treten können, oder? Das haben wir doch in der letzten Folge geskillt, wenn ich mich das richtig... Wenn ich mich da richtig erinnere. Ob es sich lohnt, die irgendwie wegzupullen? Ja, dann kommen zumindest nicht die zwei anderen noch dazu. Wo ist Chani denn jetzt? Verschwinde, was willst du? Komme ich jetzt auch wieder hoch? Oh, oder der kommt einfach zu mir runter und wir kämpfen hier one-on-one. Das finde ich eigentlich ganz gut. Guck mal, so kriegen wir den locker fertig. Cool. Wenn das so weitergeht, finde ich das echt gut. Ich sollte die alle hier runterpullen in den Graben. Ich hoffe, Chani überlebt. Flattere, was für ein toller Spruch. Flattere, du Huhn. Na komm, ich zeig dir, wie man flattert. Mein kleiner Freund.
Und der da oben macht auch wieder irgendwelche coolen Übungen. Wir schlagen auf seine Füße ein, ha. Brutal wie wir sind. Schneiden wir ihm einfach den großen Zeh ab. So. Chani lenkt die anderen zum Glück etwas ab. Ich hoffe, sie hält da noch ein bisschen durch. Momentan sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Ja, bis auf die Tatsache, dass wir jetzt wieder aus dem Graben... Ist das Chani? Ist Chani tot? Chani darf nicht tot sein, nein. Das ist scheiße. Können wir sie irgendwie wiederbeleben? Ich will jetzt erstmal zu Ende kämpfen. Danach gucke ich nach Chani. Weil ich kann mich jetzt gerade nicht um sie kümmern, weil... Sonst bin ich gleich auch tot. Das hilft keinem. Komm schon. Das wäre voll blöd, wenn Chani jetzt tot ist. Dann machen mich die Shaganumbi doch dafür verantwortlich. Ach, verdammt. Ich hatte wohl keinen Grog mehr, sonst hätte ich mich geheilt. Ich habe die 4 gedrückt, ich habe es ganz genau gesehen. Verdammt. Naja, zumindest lebt Chani dann jetzt wieder. Ich meine, die Taktik an sich war ja gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht machen wir das einfach wieder so. Wir pullen die einfach mal ganz kurz nach hier. Guck mal, wir haben auch nur 4 von denen gepullt. Chani, lass doch mal ein paar zu mir. Onoraka, Onoraka, na, wer ist der kleine Racker? Du bist der kleine Racker, der mich hier mit Speeren abwirft. Das gehört sich nicht, Junge. So, einfach mal schön in die Brust geschossen. So, momentan klappt's ja noch ganz gut. Wir parieren seine Schläge wunderbar. Wie auch immer das funktioniert gerade. So, Numero Uno. Ja. Ich bin jetzt nicht so begeistert davon, dass die uns hier wieder abwerfen. Sehr verwundert bin ich darüber allerdings auch nicht. Ja, das mit den Pistolen ist echt so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Irgendwie kann ich mich immer noch nicht dazu überwinden, die mal öfter zu benutzen. Jetzt, zumindest den will ich jetzt noch kriegen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann der da überhaupt kämpfen? Das ist voll unrealistisch. Ja, dann logge ich ihn halt ein bisschen nach hier. Ist Chani schon wieder tot? Was macht die Frau denn nur? So, das war der. 2 von 8. Ich bin dezent begeistert. Jetzt hör doch mal auf, mich abzuwerfen. Ich will doch nur in den Tempel. Das ist doch nichts Schlimmes. Aber ich habe schon wieder keinen Grog. Und zu spät bemerkt. Puh, das wird hart, Leute. Das wird hart. Und ich frage mich immer noch, wie kann ich den jetzt treten? Da will ich jetzt endlich mal in die Steuerung gucken, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in der letzten Folge gelernt habe oder geskillt habe. Tastenbelegung. Sekundäre Aktion, bla bla bla, aber ich muss doch auch irgendwie treten können. Vielleicht mit Maus 2? Muss ich gleich mal probieren. Schmutziger Trick mit E, naja, das ist ja Pistole oder Sand oder so. Tja. Mit Leertaste kann ich treten. Aha. Schön, dass das jetzt auch so angezeigt wurde. So. Es wäre natürlich ganz toll, wenn Chani mitkäme. Dann müssten wir auch nicht riskieren, sie zu verlieren. Du Huhn? Zumindest sprechen sie meine Sprache. Ja, und schon wieder fast tot. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich begeistert bin von diesem Kampf. Der ist nicht nur schwer, sondern richtig schwer. Ich meine, gut, den ersten kriegen wir irgendwie immer hin. Aber danach wird es immer kritisch. Lasst gefälligst die Frau in Ruhe, die hat euch nichts getan. 3 Kerle auf eine Frau, das gehört sich nicht. Lern mal Manieren. Aber sowas hat man euch wohl nicht beigebracht. Ich möchte übrigens eigentlich nicht zu viel in die Richtung, sonst kommen nachher noch die anderen Krieger. Oh, in die Richtung wollte ich jetzt auch nicht. Oh, ich glaube, Chani ist gerade gestorben und wir mit ihr. Ungünstig. Ach, nee, nee, nee. Zum Glück ist das kein frustrierender Kampf oder so.
So, Charlie. Okay, wir sprechen jetzt die Taktik ab. Warte mal. So. Irgendwelche Vorschläge? Nein. Vielleicht später. Ja, du bist ja auch keine große Hilfe. Wir können ihr... wahrscheinlich können wir ihr Grog geben, damit sie sich heilen kann während des Kampfes. Würde ich aber fast nicht machen. Den Grog haben wir irgendwie nötiger und wir haben auch momentan nicht das Geld, uns noch mehr zu kaufen. Mit unseren 8 Goldstücken sind wir da nicht gerade gut beraten. Chan, jetzt bleib doch mal hier. Onoraka! Onoraka? Du! So, einfach immer schön dahin rollen. Mit Purzelbäumen kann man nie was falsch machen. Und hier auch nochmal Entschuldigung, falls ich ruhiger bin während des Kampfes, aber ich denke mal, ihr versteht das schon. Ich muss mich etwas konzentrieren, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es hier irgendwie viel bringt. Sag mal, willst du vielleicht noch coolere Moves machen hier? Vielleicht noch ein bisschen Moonwalken oder so? Hier, treten! Habe ich ihn jetzt getreten? So. Alter, was war das denn jetzt? Der hat mich aber ordentlich penetriert, würde ich mal sagen. Und Chani ist, glaube ich, schon wieder tot. Ob wir die Typen einfach ganz weit weglocken können, bis zu Captain Stahlbart oder so? Oder einfach bis zum Dorf der Shagalumbi? Ah ne, die kommen offenbar nicht weiter. Doch, die lassen einfach noch eine Zeit von einem ab. Erstmal ein bisschen was knabbern. So, jetzt habe ich nur noch 2 von denen. Vielleicht werde ich mit denen ja erstmal fertig. Vielleicht. Betonung liegt auf vielleicht. Wobei das nicht gerade leicht wird. So, wenn wir den schon mal weg haben, ist es nur noch der eine. Den würden wir hinkriegen. Davon bin ich überzeugt. Nein, ich wollte gerade noch trinken. Mist. Hat er gerade noch zu uns gesagt, wir haben tapfer gekämpft? Na, danke für das Kompliment. Sag ich auch immer, wenn ich gerade einen Gegner getötet habe. Du hast aber tapfer gekämpft. Auch damals, als ich Kadett im Ersten Weltkrieg war. Immer wenn ich einen getötet habe. Ah, du hast aber tapfer gekämpft, Junge. Ja. So macht man das. GG. GG einfach noch hinterher geschrien so. Ja, good game, good game. Was die für Geräusche machen. Man könnte ja fast meinen, das gefällt denen. Jetzt bin ich fast wieder bei den anderen. Noch haben sie mich, glaube ich, nicht gesehen. Vielleicht laufe ich mal ein Stück. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Ich habe hier gesagt, lasst mich in Ruhe. Was verstehst du daran nicht? Sind wir schon wieder fast bei den anderen. Ich will nicht, dass die zu uns kommen und Chani ist schon wieder tot. Können wir die looten? Voll Asi. Ja, werft halt wieder eure scheiß Speere auf mich. Ist jetzt irgendeiner von denen geblendet? Gott, das ist echt Multitasking vom Feinsten hier. Kämpfen, heilen und mögliche Special-Aktionen nebenbei. Dabei noch 1000-mal penetriert werden, ist nicht unbedingt das Schönste. So, das war Numero Uno. Und wir sind schon wieder fast tot. Oh Gott. Wir haben keinen Heiltrag mehr. Scheiße. Das wird jetzt nicht gerade besser. Boah, jetzt war ich aber auch müde. Jetzt erstmal ein Ründchen schlafen.